Gluon, unser kleiner Final Fantasy Streamer, der darf sich das nächste raussuchen. Ich will Famous Last Words für 100. Famous Last Words für 100 Punkte. Wer sagt denn diese Worte zuletzt? Severus, bitte. Gluon. Okay. Hab ich zuerst? Ja, du hast zuerst. Okay. Also letzte Worte von Albus Dumbledore. Das sind die letzten Worte von Albus Dumbledore, ganz genau. Selbstverständlich, aber so easy eigentlich. Ja. Aber es war so easy, dass ich Angst hatte, falsch zu liegen. Hä, aber ich wäre da jetzt gar nicht drauf gekommen. Vivi hätte es übrigens auch groß, die hat wirklich so ziemlich zeitgleich gebuzzert. Ja, ich habe aber tatsächlich überlegt, ob ich alle Namen von Albus Dumbledore gerade zusammenbekomme, aber mir wäre nur noch der zweite eingefallen. Also ich müsste alle noch zusammenbekommen. Ja, dann hau raus. Albus, Brian, Wulfric, shit. Ja, ne, hänge ich jetzt. Wulfric auf jeden Fall. Das ist die Reihenfolge. Albus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore. Das ist die richtige Reihenfolge. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vivi. Wir nehmen Zaubersprüche für 1000. Zaubersprüche, oha. Zaubersprüche mit 1000. Dann möchte ich jetzt gerne von euch folgende Frage beantwortet haben. Mit welchem Zauberspruch wirft Gilderoy Lockhart die von Draco im Duellierclub beschworene Schlange in die Luft? Ryan the Wizard, das gibt's doch nicht, da kommt er wieder. Ob ich jetzt nicht wieder zu schnell gedrückt hat. Vipera Ibanezca ist Snape, der sich dann zerstört. Volate, nein, das ist ein anderer, scheiße. Zu schnell gedrückt wieder. Ich war gerade ein bisschen geschockt. Ja, gut, Ryan, ich muss jetzt leider langsam runterzählen. Volate Ascendre oder so, Volate Ascendre, ich glaube, ich sag das jetzt einfach. Oh ja, der fliegt auch in die Luft. Volate, oh ja, das ergibt Sinn. Volate, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ausspricht. Ascendere, sowas. Volate Ascendere. Volate Ascendere ist vollkommen korrekt. Yes. Nicht schlecht. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Uff. Aber ich habe es mir relativ früh gedacht und da dachte ich so, nein, das war doch der Knochen zurückbringt, aber das war dann wieder ein anderer und dann, ich weiß, das theoretisch, hier, Serpensortia ist das, wo Malfoy die Schlange erscheinen hat lassen. Genau. Vipera Ibanezca ist, wo Snape sie dann wirklich zerstört und Volate Ascendere ist dann wo. Aber was ja Sinn ergibt, Volate ist ja in die Luft irgendwie. Ja, aber freut mich. War jetzt eine. Es war eine Pause da, ne? Lehrer für Mathematik, genau. 1000 Moli Moli. Damit wieder abgestaubt. Und ich habe aber richtig leichtfertig einfach hart schnell gedrückt. Gerade nochmal rausgerettet, ey. Gut, ja, Ryan hat sich die 1000 Punkte geholt. Vivi hatte die Frage rausgesucht, meine ich. Also ist Ryan jetzt wieder dran. Ja. Das ist ja schön. 1000 Punkte abgestaubt und dann auch noch eine Frage rausgeholt. Geil. Das, ja. Das sind die richtigen. Da sehe ich mich auch drin. Ja, sehe ich auch. Zaubertränke finde ich eigentlich eine ganz geile Kategorie, die wir auch noch nicht so viel ausgekostet haben. Wir bleiben bei kleinen Zaubertränke 200. Zaubertränke für 200. Welchen Zaubertrank trinkt Harry, trinkt ausschließlich Harry im zweiten Teil? Zweiten Teil? Welchen Zaubertrank trinkt nur Harry? Mhm. Uff. Was, der trinkt doch nicht so viele Zaubertränke im zweiten Teil. Ne, genau. James hat das rausgesucht und es ist tatsächlich so, dass Harry nur einen Zaubertrank trinkt. Das müsste dann dieser sein. Wir trinken. Also, ich kann euch also so viel anhand der Frage kann ich sagen, dass er Minimum zwei trinken muss. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Im zweiten Teil. Ja. Wenn die Frage richtig formuliert ist, trinkt er auf jeden Fall zwei Tränke in dem Film. Genau, und einen davon trinken aber andere auch. Genau, genau, genau. Genau. Genau, stimmt. Ja, genau. Das hat's mir geholfen. Ja. Danke. Danke Luan. Für den Hinweis. Okay. Das müsste Skelewachs sein, oder? Es ist Skelewachs, richtig. Weil er doch den Arm das Skelett halt nachwachsen muss. Und den trinkt natürlich nur Harry, weil ja, nur klar. Er verletzt ist und ja, da liegt. Genau. Aber ganz ehrlich, ich hätte nicht mal mehr gewusst, wie der heißt. Ich weiß nur, dass es nicht geschmeckt hat. Das hat mich daran erinnert, weil in dem Teil trinken die ja auch den Vielsafttrank. Das genau. Ist der zweite Trank, den die anderen alle trinken. Also wo die anderen zwei auch trinken. Ja, genau. Ich war gerade irgendwie im Kopf beim ersten Teil noch. Aber natürlich, Vielsafttrank ist mir dann auch wieder eingefallen. Stabil. Und gönne ich dir? Wäre ich nicht drauf gekommen. Sehr gut, sehr gut. Aber wenn wir vorher gerade drüber geredet haben, wären wir wieder beim Thema, ne? Gilderoy Lockhart mit seinen unnötigen Aktionen, der Dreckige, der ihm einfach die Knochen weggezaubert hat, Alter. Ja, das stimmt. Dafür müsste eigentlich nochmal einer aufs Maul bekommen, Alter. Gluon, du darfst wieder. Punkte geholt.
Frage darfst du aussuchen. Hast du es gesehen für 600? Hast du es gesehen für 600 Punkte? Der Name welches Lehrers oder welcher Lehrerin steht neben James Potter auf der Quidditch-Trophäe, die Hermine Harry im Stein der Weisen zeigt? Wie? Oh, okay. Minerva McGonagall steht da. Da steht, also steht Professor McGonagall bzw. Minerva McGonagall, vollkommen richtig. Ja. Vivi, damit gleichgezogen mit Luan. Jetzt geht es nur noch darum, Ryan wieder aufzuholen. Vivi, dann darfst du jetzt. Also warte, ich suche jetzt aus, ne? Richtig. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ach komm, machen wir die letzte 200er weg. Magische Tierwesen. Magische Tierwesen. Gut, letzte 200er, stimmt. Gut, dann möchte ich jetzt gerne von euch Folgendes wissen. Welches Wesen verbirgt sich denn hinter dieser Beschreibung? Dieses Wesen ist ein brutaler Unhold, der ursprünglich aus der nordischen Mythologie stammt. Och Mann! Luan, wieder ganz kurz vorher. Der Troll. Ja. Das ist natürlich ein Troll. Vollkommen richtig. Und 200 Punkte für dich. Luan geht wieder ganz knapp vor, Vivi in Führung. Ryan allerdings steht da noch auf seinem Game of Thrones. Der ist ja erstmal safe. Auf seinem Schwerterthron und wartet. Ja, ich hab halt ganz frech beide Tausende abgesahnt, ne? Vivi hat als letztes die 200er magische Tierwesen gehabt. Das heißt Ryan. Famous Last Words 600. Famous Last Words für 600. Dann möchte ich gerne wissen, wer sagt denn als letztes, komm zurück und kämpfe. Wer ist das? Oder wer sagt das? Oh. Oha. Ich wäre fast geneigt zu drücken, aber den Charakter, den ich dann nennen wollen würde, das ergibt, glaube ich, keinen Sinn. Also du würdest dich damit wieder genau zwischen die beiden katapultieren, wenn... Ah, nee, gar nicht. Ist 600. Nee, da hätte ich noch ein bisschen Puffer, aber will ich riskieren? 300 Punkte sind dann schon wenig Abstand. Das ist richtig. Das liegt natürlich auch vollkommen in deinem Ermessen. Ich bin mir da leider auch sehr, sehr unsicher. Ich hätte eine Idee, aber ich wäre mir jetzt nicht so sicher. Also ich bin mir absolut nicht sicher. Bei Gluon und Vivi, da ist natürlich auch ein bisschen noch riskier, weil damit, wenn es falsch ist, würdet ihr euch natürlich ganz schön weit absetzen von den anderen wieder. Wenn es richtig ist, würdet ihr aber natürlich auch gut an Ryan wieder rankommen. Ne? Aber scheinbar sind sie sich da nicht sicher genug zum Buzzern. Deswegen würde ich die Frage sonst gleich zumachen. Ja, das ist und zwar in 3, 2, 1, letzte Chance. Was hättet ihr denn für Ideen gehabt? Also ganz ehrlich, es könnte theoretisch, aber ich glaube, dass da irgendwo ein Denkfehler drinnen ist. Sogar Voldemort sein, aber das ergibt irgendwie doch nicht ganz Sinn. Habe ich auch gedacht, dass er zu irgendeinem wegrennenden Lakai oder so sagt, komm zurück und kämpf. Nein, so. Gar nicht zum Lakai, wenn dann schon zu Harry. Ach so. Aber der Punkt ist ja der Kampf ganz am Schluss, der dauert ja relativ lang, aber da reden die ja nicht. Da machen die ganze Zeit nur diese Strahle. Und davor fliegen sie irgendwie vom irgendeinem Turm runter und dann sagt Harry noch so, komm Tom oder so. Er nennt ihn ja dann nicht mehr irgendwie Voldemort, sondern Tom, wir beginnen das irgendwie, wir beenden es, wie wir es begonnen haben, gemeinsam oder irgendwie so. Und ob er da nicht, weil Harry einen Move macht, der an Wegrennen zumindest so aussieht, dass er das da sagt. Ich glaube, das sagt er da. Ich sag's mal so, es ist nicht Voldemort gewesen. Okay. Das wäre falsch gewesen. Vivi, was hast du gedacht? Ich hatte kurz überlegt, ob es Bellatrix Lestrange war, bevor sie von Molly getötet wird, aber... Das hättest du mal gebuzzert. Jetzt ernsthaft? Wäre Bellatrix Lestrange. Oh nein! Das sagt sie zu Lucius Malfoy, der sich ja zurückzieht. Und danach rennt sie zwar noch ganz viel durch die Gegend, aber ist nur noch dumm am Lachen. Aber sie sagt nichts mehr. Und stirbt dann durch Molly. Ryan, du hast ihn, glaube ich, jetzt gerade ausgewählt. Dann ist der gute Gluon wieder dran. Vielleicht kann er jetzt ja nochmal seine Aufholjagd ein bisschen fortsetzen. Magische Tierwesen für 1000. Da bin ich mal gespannt. Spitzt die Lauscher, denn hier kommt eure Tierwesenbeschreibung. Und zwar folgende. Dieses grüne, gekrönte Wesen ermordet jedes Lebewesen, was ihm begegnet, mit seinen furchtbaren Waffen. Sein einzig natürlicher Feind ist der Hahn. Ryan the Wizard. Die Tausend, das ist sein Ding, ne? Das müsste ja wohl eigentlich der Basilisk sein, ne? Ja, ist es auch. Der Basilisk ist richtig. Ich muss aber ehrlich sagen, mit dem Hahn war der Knackpunkt jetzt, weil den Basilisken gibt es ja außerhalb von Harry Potter auch, ne? Genau. Und da ist ja auch der Feind der Hahn. Ich wusste gar nicht, dass es in Harry Potter so genau beschrieben wurde, aber... Wird irgendwo erwähnt auf jeden Fall.